Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ab sofort gibt's mich auch für unterwegs. Frei nach dem Motto: Aue zocki zum Mitnehmen, zocki zum Mitnehmen. Und ich merke, der erste Anrufer ist auch schon da. On the line! You are always on time! Ja, ich weiß ganz ehrlich, das ist bei der Low-Budget-Produktion noch so, dass man sich seine Jingles selber singen muss, aber hallo, du bist Herbert Zocki on Tour, wie kann ich dir helfen? Nein, beruhig dich. Nein, wir brauchen nichts überstürzen, es ist nicht so. Hallo! Meine Verbindung ist abgebrochen, es ist furchtbar. Einfach einen Film von Adam Sandler gesehen. Naja, wurscht. Irgendwie, man kann ja nicht jedem helfen. Gut, ich muss dazu sagen, nachher mache ich dann meine Sexualberatung. Da habe ich mir den tollen neuen Künstlernamen Kondomian überlegt. Aber vielleicht gibt's auch einfach Dinge, die ich Profis überlassen sollte, die wissen, was sie tun. Beispielsweise Intro-Gags schreiben. Aber ganz im Ernst, es gibt halt einfach Leute, denen vertraut man Dinge gerne an. Also das exakte Gegenteil von dem hier. Es gibt ja mehr oder weniger die alte Fernsehserie Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ich weiß hingegen, wenn ich mir mal den Arm brechen sollte, dann lasse ich mir den von Mel Gibson. Gott, ist der furchtbar. Oder, weiß ich, Mel Gibson als Schauspieler ist natürlich auch für andere Dinge wahnsinnig hilfreich und brauchbar. Beispielsweise, wenn man eine neue kreative Ansage für seine Mobilbox braucht. Nein, wollen wir jetzt ganz ehrlich hier nicht die schmutzige Wäsche der Nachbarn vor die Tür hängen oder wie auch immer der Spruch geht. Konzentrieren wir uns ganz ehrlich um den Neustart von Mel Gibsons Karriere. Ich muss persönlich dazu sagen, es ist mein Lieblingsteil von Mel Gibsons Karriere. Ja, natürlich, seine alten Lethal Weapon-Teile und so weiter waren großartig, Payback und so weiter, aber ich war ehrlich gesagt nie ein großer Fan des epischen Mel Gibsons, des Braveheart oder Patriot Mel Gibsons. Ich mag den modernen Mel Gibson mit Hang zur Selbstironie und der augenzwinkernden Darstellung von eigentlich eh sich selbst wesentlich lieber. Filme wie beispielsweise sein Auftritt in Expendables Franchise oder ganz großartig in Fat Man, in Boss Level oder jetzt tatsächlich auch in einer kleinen, aber wirklich feinen Independent-Produktion namens On the Line. Die Serie heißt auch On the Line und das, was Mel Gibson passiert, wenn er on the line ist, das ist in diesem Fall tatsächlich alles andere als fein. Er wird nämlich bei einer quasi Call-In-Show frei eigentlich nach dem Domian-Konzept von einem Psychopathen angerufen, der ihn, seine Familie und seine Mitarbeiter bedroht. Und das, was der Film dann über seine ca. 100 Minuten lange Laufzeit serviert, ist eigentlich eine relativ spannende Hatz, die nämlich vor allem dadurch, dass der Film mit sehr wenigen Sets und sehr wenigen Schauspielern arbeitet, auch ein gewisses klaustrophobisches Feeling aufkommen lässt, beziehungsweise, dass der Film es auch tatsächlich schafft, den ein oder anderen Twist an den Tag zu legen, mit dem ich wirklich nicht gerechnet hätte. Ja, nachdem er den Film gesehen hat, könnte man ihn mit einem etwas größeren Vorbild vergleichen, was ich aber an dieser Stelle auf gar keinen Fall machen werde, weil würde man dieses Vorbild auch nur erwähnen, wäre On the Line mehr oder weniger komplett gespoilert. Das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich euch nur raten kann, euch so wenig wie möglich damit zu beschäftigen, bevor ihr ihn anschaut. Lest am besten keine Kritiken, keine Beiträge, außer meinen natürlich, beziehungsweise schaut euch keine Trailer oder sonst was an. Lasst einfach nur meine möglichst spoilerfreie Empfehlung auf euch wirken. On the Line ist ein feiner, kleiner Independent-Thriller und optimal für den sinnbildlichen, verregneten Sonntagnachmittag, der jetzt zwar nicht als neuer Thriller Meilenstein gelten wird, der aber mich absolut unterhalten hat, der einige relativ coole Schauspieler an Bord hat und damit eben auch neben Mel Gibson das ein oder andere berühmte oder bekannte Gesicht. Beginnen wir aber mal grundsätzlich mit der Idee des Films. Die wurde nämlich geboren von Romuald Bulanga.
Das spreche ich garantiert falsch aus. Er wurde in Frankreich geboren. Der tatsächlich schon relativ lang im Showbiz tätig ist, aber in einem Bereich, mit dem wir uns hier auf Playzocker Reviews bislang noch gar nicht beschäftigt hat. Er war nämlich in den 2000er und späten 90er Jahren ein wahnsinnig bekannter französischer Radio-DJ und hat fürs französische Äquivalent von Radio Energy, das es ja auch in Wien gibt, tagtäglich vor dem Mikrofon gesessen. Dadurch war er natürlich auch wahnsinnig bekannt im Musikbereich, war beispielsweise 8 Jahre lang der Manager der französischen Sängerin Nadia, die über 5 Millionen Platten in Frankreich verkauft hat. Keine Ahnung, ob sie irgendwer von euch kennt, ich nicht. Und war tatsächlich auch noch ein Comedy-Performer, der als Voract für Bands wie Madonna, Black Eyed Peas, Mariah Carey, Usher, Destiny's Child und einige weitere in Frankreich, also genauer gesagt in Paris, eben im Vorprogramm aufgetreten ist. Jemand, der dann tatsächlich in seiner weiteren Karriere auch gerne als Drehbuchautor und Regisseur für eben beispielsweise Energy, Scream Awards oder Music Awards und so weiter tätig war. Er wusste also schon relativ lang, wie es geht, vor und hinter der Kamera, vor allem hinter der Kamera zu arbeiten, kam dann allerdings erst vor kurzem auf die Idee, daraus auch quasi handlungstragende Elemente zu machen. Er hat zwar vor On The Line bereits mit Connectés einen Spielfilm im Jahr 2020 gemacht, der als Amazon Original veröffentlicht wurde, aber On The Line ist jetzt tatsächlich der erste Film von ihm, der auf meinem Seziertisch gelandet ist. Das liegt natürlich in erster Linie auch an dem bekannten Cast, da haben wir natürlich Mel Gibson in der bekanntesten Rolle des Films. Wir sehen aber auch William Moseley, den wir das allererste Mal Mitte der 2000er Jahre in Die Chroniken von Narnia als Peter Pevensey gesehen haben. Er hat allerdings auch in einigen anderen Dingen mitgespielt, wie, und ich hoffe, dass mir jemand in die Kommentare schreiben kann, wo man das sehen kann, einem Kurzfilm, einem 2 Minuten namens Don Cheadle is Captain Planet. Und ja, das ist der Don Cheadle, in dem Captain Planet mit den 5 Ringen zum Weltretten. Ich verdammt nochmal will das sehen. Außerdem hat er in 40 Folgen von The Royals den Prinz Liam gespielt und war in Artemis Fowl beispielsweise noch kurz zu sehen und so weiter und so fort. Aber ein weiteres bekanntes Gesicht in diesem Film gehört definitiv Nadia Fares, deren Name mir sofort bekannt vorkam. Sie hat nämlich beispielsweise eine der größeren Rollen in Die purpurnen Flüsse mit Jean Reno und Vincent Cassel gespielt, war neben Jean Reno tatsächlich auch noch als End-Title-Song-Performerin in Wasabi zu sehen. Hat dann allerdings auch in einigen anderen Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel War in einer kleinen Rolle. Aber sie hat auch die Hauptrolle des in dem in Deutschland beschlagnahmten Meisterwerk Storm Warning gespielt. Ja, die Pia aus Storm Warning spielt hier mit. Und außerdem fällt mir dabei ein, dass Storm Warning unbedingt irgendwann einmal ungeschnitten auf Deutsch erscheinen sollte. Dazu sehen wir in dem Film beispielsweise auch noch das relativ bekannte Gesicht von Kevin Dillon. Der war ursprünglich eigentlich gar nicht für die Rolle vorgesehen. Eigentlich hätte Kevin Connelly seine Rolle spielen sollen als Jason, aber sein erstes Kind wurde quasi während der Produktion von dem Film geboren und deswegen hat er Kevin Dillon selbst für diese Rolle vorgeschlagen. Dillon kennen wir eben beispielsweise aus Der Blob als Brian Flagg, aus The Doors als John Densmore, beziehungsweise als Bunny aus Platoon oder als Lucky Larry aus Poseidon oder einigen anderen Filmen auch noch. Ebenfalls erwähnenswert finde ich Nancy Tate, die nämlich neben ihren Schauspielrollen auch akustisch eben zugelegt hat und beispielsweise bei den beiden von Quantic Dreams produzierten Spielen Beyond Two Souls und Detroit Become Human am Mikrofon als Synchronsprecherin tätig war. Wir sehen Ravin Ganatra, der beispielsweise als in einer ganz kleinen Nebenrolle bei Verlockende Falle zu sehen war, in Torchwood, beziehungsweise der aber, apropos Torchwood, nicht ganz fremd im Doctor Who-Universum ist und zwischen 2018 und 2020 als Hakim Khan in 4 Folgen der Kultserie mitgewirkt hat. Außerdem sehen wir John Robinson, ebenfalls interessant, der hat den Miles in Transformers beispielsweise verkörpert, beziehungsweise last but not least eine Performance von einem Schauspieler, die mich tatsächlich wahnsinnig überrascht hat. Ich weiß nicht, wie viele Schauspieler ihr persönlich, also schon
persönlich kennenlernen durftet, mit ihnen plaudern und sie quasi in real kennenlernen. Und für mich war das ein relativ interessantes Gefühl, weil Enrique Arce, den die meisten natürlich kennen als, wie war das? Ach ja, als Cabera aus Beyond Reanimator, genau. Nein, tatsächlich war er auf der Bühne wahnsinnig überrascht, wie ich ihn darauf angesprochen habe. Nein, natürlich kennt jeder Arturito aus Haus des Geldes, aber er hat in dem Film in einer kleineren Rolle mitgespielt. Und ich muss sagen, gar nicht mal so gut. Aber vor allem lag das einfach daran, weil ich weiß, wie Enrique Arce persönlich ist und seine Performance in der Rolle einfach genauso ist, wie er ist. Und nur um euch einen kleinen Eindruck zu geben, wie das sein kann, wenn man persönlich auf Enrique Arce trifft. Oh Partigiano, portami via. I can't sing. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ja, und das war definitiv die letzte Gesangseinlage in diesem Video. Ich schwör's. Auf jeden Fall fand ich das wahnsinnig cool, auch ihn wiederzusehen in einem Film. Und generell muss ich sagen, dass eben On the Line zwar definitiv kein perfektes Thriller-Meisterwerk ist, eben wie auch Enriques schauspielerische Leistung kein perfektes Meisterwerk ist. Mel Gibson hingegen ist in seiner Rolle als eigentlich arschiger Radioproduzent ziemlich cool und überraschenderweise ziemlich überzeugend, weil wir alle wissen, dass Mel Gibson ein ziemlicher Arsch sein kann, wenn ein Mikrofon in seiner Nähe ist. Aber lassen wir die ollen Kamellen. On the Run ist definitiv eine kleine nette Thriller-Empfehlung von mir wert. Im deutschsprachigen Raum erscheint der Film über Square One am 16. Dezember 2022 als DVD und als Blu-ray ausschließlich als Standard Edition im Keepcase. Eine etwaige limitierte Version im Mediabook oder Steelbook oder sonst was gibt es zumindest vorläufig nicht. Bei mir ist allerdings ein Exemplar der Blu-ray bereits jetzt gelandet und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray-Check einen genaueren Blick auf On the Line zu werfen. Es ist tatsächlich echt immer interessant, einen Blick auf internationale Plakatmotive von Filmen zu werfen und dabei ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, worauf verschiedene Länder ganz offensichtlich Wert legen. Wenn man beispielsweise zumindest jetzt gerade auf die IMDb-Seite von On the Line blickt, dann sieht man einerseits auf der rechten Seite ein Standbild vom Trailer des Films, das 1:1 dasselbe Bild von Mel Gibson zeigt, das dann auch links davon auf dem amerikanischen Poster ist, das witzigerweise aber auch 1:1 dasselbe Bild ist, das hier auf dem deutschen Keepcase-Cover von Square One zu sehen ist, wobei die jeweilige Aufbereitung ein bisschen eine andere ist. Das amerikanische Motiv ist nämlich weitaus düsterer ausgefallen, zeigt mehr oder weniger nur einen leichten Anklang von bräunlichem Rauch im Hintergrund von Mel Gibson und ansonsten ist das Motiv schwarz. Da wurde hier eben für den deutschen Release das exakte Gegenteil gewählt. Hier ist der Hintergrund in weiß gehalten. Wir sehen eben dasselbe Gesicht von Mel Gibson, allerdings hier in schwarz-weiß gehalten. Der Titelschriftzug ist eben hier auf dem deutschen Cover Artwork das einzige, das ein bisschen Farbe bringt und witzigerweise hat das Ganze ein bisschen was Explosives, wenn man das so komisch will, weil einerseits ist natürlich Mel Gibsons Kopf hier ein bisschen, sagen wir mal, aufgesprengt. Man sieht hier, dass die Skyline in seine Stirn integriert wurde, was auf dem Originalposter übrigens nicht so ist. Und dass dann die Wolken drüber so ein kleines bisschen aussehen, als wäre sein Gehirn gerade freigelegt, wie bei Ray Liotta in Hannibal. Beziehungsweise das Ganze auch eine Art Atompilz ist. Das würde natürlich einige Aktionen von Mel Gibson erklären. Aber dazu sehen wir dann noch ein paar herumfliegende Splitter und sonstige Teile, die eine Explosion eben symbolisieren, was eben fast diese Rauchwolke, die das irgendwie aus seinem Kopf herauszukommen scheint, irgendwie auch unterstützt. Aber so viel kann ich an der Stelle sagen, so viel Action, wie man mit den ganzen herumfliegenden Teilchen vielleicht vermuten lässt, gibt es in On the Line nicht. Da ist das amerikanische, die amerikanische Poster-Variante, wo quasi außer Mel Gibsons Gesicht gar nichts zu sehen ist, etwas treffender, aber ich finde es trotzdem okay, weil die deutsche Version dafür jetzt auch kein quasi falsches Marketing betreibt, das Ganze halt ein bisschen irgendwie aufgehübscht und intensiviert hat, ohne dabei irgendwelche falschen Tatsachen vorzutäuschen. Da muss ich wirklich sagen, dass im direkten Vergleich mit dem amerikanischen Originalplakat mir die hellere, schwarz-weißere und etwas wildere deutsche Interpretation auf jeden Fall um einiges besser gefällt. Dabei sehen wir, dass dann eben hier die Schulter von Mel Gibson noch über den Spine
weitergeführt wird, dass hier dann natürlich eben noch einmal eine Miniaturversion von seinem Gesicht zu sehen ist, beziehungsweise der Titelschriftzug, und wir dann auf dem Backcover eine kurze Inhaltsangabe zu dem Film bekommen, dazu dann eben noch einmal ein Bild von Mel Gibson, das auch tatsächlich dem auf dem Frontcover überraschend ähnlich, aber halt nicht das gleiche ist. Dazu sehen wir noch einmal die Skyline, beziehungsweise eben ein bisschen eine Galerie mit ein paar Bildausschnitten aus dem Film, Casting, Crew-Angaben, technische Details, sowie dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und letzteres fand ich eigentlich recht interessant, weil es sind auf der Blu-ray neben dem Film noch zwei sogenannte EPK, also Electronic Press Kit Features, enthalten. Ein 2,5-minütiges Making-of, das ganz offensichtlich als Werbung für den Film gedacht ist, und ein 1,5-Minuten-Feature unter dem Titel Love the Director, wo quasi alle Leute sagen, wie geil sie den Regisseur gefunden haben. Das ist jetzt natürlich nicht das Informativste, was man am Bonusmaterial bekommen kann, vor allem mit einer Gesamtlaufzeit von 4 Minuten. Trotzdem fand ich es aber bei diesen schnell geschnittenen, ganz kurzen Featurettes relativ interessant, diese kleinen Eindrücke und diese wirklich teilweise nur Sekundenbruchteile, die man an einzelnen Einstellungen vom Set sieht. Da alleine verstecken sich einige interessante Informationen. Und ja, irgendwie sind diese Talking Head-Segmente auch ganz nett. Ist zwar alles recht werbelastig, aber die 4 Minuten, ganz ehrlich, kann man auch schlechter verbringen. Schauen wir dann einmal ins Innere von dem Keepcase. Da finden wir natürlich auf der einen Seite die Kehrseite von der Wendecover-Medaille mit dem großen FSK-Flatschen drauf, beziehungsweise eben dann auf der Disc dasselbe Motiv, das wir eben auch außen auf dem Frontcover von dem Keepcase bekommen haben, mit Mel Gibson und seiner radioaktiven Skyline Geschichte. Dafür ist dieses Motiv aber, finde ich, hier auf der Disc relativ schön aufbereitet, damit man eben das rundliche Format hier noch einmal sehr schön eingebaut hat. Hat man einfach den linken Bereich für die Logos und FSK und so weiter genutzt, sodass das Ganze hier auch auf der runden Disc einen wirklich schönen Eindruck macht. Man echt sagen muss, dass das hier optisch ein durchaus gelungenes Paket ist. Aber obwohl ich ehrlich gesagt glaube, die Antwort auf die nächste Frage schon zu wissen, muss ich an der Stelle natürlich trotzdem festhalten, glauben tut man in der Kirche, wir sind in einem Review, das sollte man wissen. Deswegen vergewissern wir uns, ob es denn tatsächlich stimmt, dass der 2022 digital produzierte Film On the Line auch auf dem deutschen High-Definition-Medium von Square One Entertainment in adäquater Bildqualität vorliegt. Deswegen habe ich natürlich auch für diesen Blu-ray-Check wieder einige Screenshots aus dem deutschen HD Transfer des Films direkt mitgebracht, möchte allerdings natürlich wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow zwar allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber ich denke, in diesem Fall genügen schon ein paar Screenshots, um das Glauben in ein Wissen zu verwandeln. Wenig überraschend liegt der digital produzierte Film On the Line aus dem Jahr 2022 auf der deutschen Blu-ray von Square One auch in genau der Bildqualität vor, die man sich von einem digital produzierten Film aus dem Jahr 2022 erwarten würde. Leider konnte ich im Zuge meiner Recherche im Internet keinerlei Informationen auftreiben darüber, mit welchem Kamera-Equipment bzw. in welcher Auflösung der Film produziert wurde, beziehungsweise welche Auflösung dann für das Digital Intermediate für Schnitt und Special Effects verwendet wurde. Aber eines kann man auf jeden Fall festhalten, ob das jetzt ein 2K, 4K oder sonst irgendwas DI war, die Bildqualität ist in jedem Fall ausreichend für eine 1080p Blu-ray-Auswertung, und das sieht man, finde ich, auch bei den Screenshots und bei der hier vorliegenden Bildqualität mehr als nur deutlich. Wir haben natürlich für einen digital produzierten Film wenig überraschend ein sehr ruhiges Bild, das keinerlei Rauschen bzw. eben auch kein Grain von einem analogen Filmmaterial bietet. Wir haben aber, und ich glaube, das merkt man hier im Video auch relativ deutlich, sehr hochwertige Kameras, die es trotz Wegfall von diesem Grain schaffen, nicht etwa eine einfache Videooptik und Ästhetik abzuliefern, sondern das Ganze schon filmlike wirken zu lassen und dadurch eben auch eine gewisse Plastizität zu erlauben.
Natürlich ist es bei einem digital produzierten Film immer wieder etwas deutlicher, dass man hier und da Kompressionsspuren bemerkt, die teilweise eben sogar auch auf die Produktion bzw. digitale Weiterverarbeitung zurückzuführen sein können, beziehungsweise hat vielleicht die Tatsache, dass der 104 Minuten lange Film hier auf eine einschichtige BD25 komprimiert wurde und ihm demnach nur 19,4 GB auf der Disk zur Verfügung standen, auch kleines bisschen was damit zum tun. Das heißt aber noch lange nicht, dass Kompressionsspuren bei diesem Film störend sind. Wir sind trotzdem in homogenen Hintergrundflächen, wie beispielsweise den Wänden von dem Studio, teilweise ganz leichte Spuren von Banding aufgefallen, beziehungsweise hier und da leichte Block- und Artefaktbildung, die aber wirklich nur dann auffällt, wenn man im Standbildmodus genauer hinschaut und sicherlich zu keiner Zeit das Filmvergnügen trüben kann. Dafür bekommen wir aber durchgehend eine absolut hervorragende Schärfe, bekommen eine fantastische Detailzeichnung sowohl in den helleren als auch in den dunkleren, in den inneren wie auch in den äußeren Aufnahmen und generell ein sehr konsequentes Bild, das einfach zeigt, auch wenn der Regisseur zwar als Filmregisseur noch nicht wahnsinnig oft tätig war, dass er sehr wohl Ahnung hat von dem, was hinter und vor einer Kamera abgeht und eben hier professionell und routiniert gearbeitet werden konnte, um diesen Film in schöne, auch tatsächlich cinematografisch ansprechende Bilder zu hüllen. Das ist genau die Bildqualität, die man von einer Produktion aus dem Jahr 2022 erwarten würde und eine, die mich demnach auch hier auf der deutschen Blu-ray trotz ihrer marginalen Schwächen bei der Kompression absolut zufriedenstellt. Und unterm Strich bleibt mir jetzt eigentlich nur mehr zu sagen, dass On the Line für mich eigentlich eine ganz nette Thriller-Überraschung im ausklingenden Jahr 2022 war. Ja, der Film erfindet das Genre definitiv nicht neu und spätestens wenn der Twist dann mal über den Bildschirm geflimmert ist, denkt man sich, ja okay, aber eines kann ich euch an der Stelle garantieren, ihr werdet diesen Twist nicht kommen sehen. Deswegen eben in dem Fall meine absolute Empfehlung, sich weder mit Trailer noch vielen Reviews oder sonstigen Clips hier ansatzweise etwa einen Floh ins Ohr setzen zu lassen und die große Überraschung nehmen zu lassen. Das hat der Film definitiv nicht verdient. Denn das, was eben dem Autor und Regisseur Romuald Bulanga in diesem Fall, Verzeihung für den Namen, in dem Fall gelungen ist, ist ein durchaus unterhaltsamer, spannender, interessant gemachter und vor allem von allen Beteiligten hervorragend gespielter Thriller, der natürlich in erster Linie wegen seinen bekannten Gesichtern, aber auch wegen seinen durchaus interessanten Twists sehenswert ist und einfach Spaß macht. Eben an dem klassischen verregneten Sonntagnachmittag kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen. Es ist ein Film, der unterhalten kann. Es ist kein Thriller-Highlight in diesem Jahr, aber es ist definitiv ein unterhaltsamer und sehenswerter Film, den wir jetzt dann von Square One hierzulande in hervorragender Bild- und Tonqualität und leider nur mit einem kleinen bisschen, aber trotzdem ganz interessanten Einblicken hinter die Kulissen der Produktion des Films auf Blu-ray serviert bekommen.